So, jetzt probieren wir es, ob es wirklich hinhaut. Das ist Markus Schimmatz, von der ÖVP. Ich begrüße euch heute zur 12. Episode von Inside Politics. Und wir sind heute beim ÖVP-Basistreffen in Graz. Markus, erklär mir bitte, was ist die ÖVP-Basis? Ich muss da ein bisschen ausholen, damit es greifbar wird, damit man vielleicht nachvollziehen kann, was mich da antreibt und warum ich die ÖVP-Basis da initiiert habe. Der Hintergrund ist der, dass ich früher immer gedacht habe, dass Demokratie in Österreich herrscht, und ich war immer sehr dankbar dafür, in einem demokratischen Land leben zu dürfen. Was heißt eigentlich Demokratie? Demokratie heißt, kommt aus dem Griechischen, Demokratie heißt, die Herrschaft geht vom Volk aus, und ich habe einfach die Erkenntnisse in den letzten Jahren gewinnen müssen. Umso mehr ich Einblick habe, umso mehr ich mich für die Gesellschaft politisch engagiere, umso mehr habe ich erkennen müssen, dass nicht alles wirklich demokratisch passiert. Das heißt, es werden einfach Entscheidungen in diesem Land gefällt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass da tatsächlich die Herrschaft vom Volk heraus geht. Da kommen natürlich Kritiker auf, die sagen, naja, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, natürlich kann nicht jeder aus der Bevölkerung heraus eine Entscheidung direkt verändern, sondern es gibt Politiker in einem Nationalrat zum Beispiel, die eine gewisse Bevölkerung vertreten. Da muss ich kurz einhaken. Du sagst Bevölkerung vertreten, das heißt Parteiadel, oder? Ich würde es als solches bezeichnen. Also ich sage, wenn man sich die Verteilung in einem Nationalrat anschaut, dann muss man erkennen, dass 70% der Leute dort Lobbyisten sind, Interessensvertreter sind, und ich mag bezweifeln, dass 70% in der Bevölkerung Interessensvertreter sind oder sich der Elite zugehörig fühlen. Dementsprechend sage ich, und das ist meine Behauptung, wir haben eigentlich keine repräsentative Politik. Jetzt muss ich kurz sagen, ich bin wirklich nicht bei den Neos, ich bin bei der ÖVP-Basis. Das nur mal so als Info. weil das könntest du ja, also das, was du jetzt sagst, könnte ich eigentlich von der Matthias Stolz, und den habe ich zuletzt interviewt vor knapp einem Monat, auch gehört haben, sage ich einmal. Siehst du die Neos ein bisschen sozusagen als der Dorn im Fleisch der ÖVP, der jetzt momentan auch dafür sorgt, dass ihr mehr Initiative ergreifen könnt? Sage ich jetzt mal, könnt, ruft sich. Ich bin grundsätzlich kein Freund, sich anzuschauen, was andere Leute machen, sondern ich glaube, es ist genug zu tun innerhalb der ÖVP. Ich glaube, wir müssen uns mit uns selber da beschäftigen und schauen, was wir besser machen können als ÖVP. Und ich glaube, es ist nicht gut zu sagen, was macht wer anders gut oder was macht wer anders schlecht, sondern es ist einfach essentiell, darüber nachzudenken und tatsächlich auch Veränderungen herbeizuführen innerhalb der eigenen Partei, von Schritten, die einfach notwendig sind. Und natürlich gibt es da auch Dinge, die man bei den Neos auch erkennt und wo man sagen kann, da haben die schon recht, und da gibt es Dinge, wo man sagt, da muss man auch ansetzen. Also der Stolz kommt ja auch aus der ÖVP heraus, er hat auch versucht, die ÖVP zu verändern, ist damit gescheitert im Rahmen des Perspektivenpapiers und hat sich der ÖVP abgewandt. Der Unterschied zu mir ist der, dass ich noch dran glaube, dass ich der ÖVP eine Chance geben möchte, dass mir die ÖVP wichtig ist und ich versuchen möchte, mit meiner Initiative, mit der ÖVP-Basis, diese Veränderungen herbeizuführen. Gut, das heißt, dann habe ich schon mal die Frage mit den Zielen mir erspart. Jetzt frage ich aber dich, wer ist Markus Schimmatz? Weil du gibst dich jetzt als der große Reformer, bist aber eigentlich auch, sag ich jetzt mal bewusst, ein politischer No-Name außerhalb von Graz. Du bist Gemeinderat hier, sitzt neben Philipp Bacchanda, auch einem Reformer aus der Piratenpartei, im Gemeinderat. Bist in der ÖVP, hast dort natürlich mit den verschiedensten Leuten in der regionalen Stadtpolitik sehr viel zu tun und bist, soweit ich weiß, auch Chef einer eigenen IT-Firma. Das heißt, du hast deine Haupteinnahme nicht durch die Politik, sondern durch die Privatwirtschaft. Wer bist du? Was ist jetzt für dich diese große Initiative gewesen, das jetzt unbedingt reformieren zu wollen? Ich meine, das hast du teilweise schon gesagt, aber da muss es ja noch weitere Kernpunkte geben. Also wer bin ich? Ich bin Unternehmer, bin 34 Jahre, lebe in Graz,
Bin unabhängig von der Politik, Gott sei Dank. Da bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, unabhängig zu agieren. Man muss ja wirklich sagen, wenn man quer, und das geht über unsere eigene Partei hinweg, wenn man sich anschaut, wie Mandatsbesetzungen gegeben sind, dann sieht man einfach, da sind große Abhängigkeiten da. Da sind Leute da, die woanders eine Abhängigkeit haben und nicht wirklich frei entscheiden können. Und da bin ich wieder bei der repräsentativen Politik. Wenn da 70% in Abhängigkeitsverhältnissen stehen, dann kann ich mein Mandat auch nicht frei ausüben, da kann ich meine Gedanken nicht frei aussprechen. Ich bin unabhängig von der Politik und das ist auch der Punkt, warum ich sage, ich traue mir auch was, nämlich sowas wie eine ÖVP-Basis, wo ich sage, wir müssen einmal offen drüber nachdenken können, wie wir eine Partei der Zukunft aufstellen können. Und da ist es einfach sinnvoll, Leute auch zu versammeln, die nicht in Abhängigkeitsverhältnissen stehen. Und wie sehr wird deine Idee von der eigenen Partei in Graz eigentlich angenommen? Oder sagt man, das ist der Linke, sage ich jetzt mal, oder diejenige Person, die einfach nichts mit der Politik zu tun hat? Also als Links würde ich mich nicht bezeichnen. Ich glaube, ich bin ganz klar in der Mitte positioniert mit meiner Orientierung, mit meiner Ausrichtung. Es gibt Leute, die erkennen das als Chance für die Partei, die sehen, dass das einfach Innovationspotenzial ist. Es ist relativ schwer, innerhalb von festgefahrenen Strukturen Innovationen voranzutreiben. Und das ist das, was wir mit der ÖVP-Basis machen können. Wir sind nicht in der Struktur integriert, wir sind ganz, ganz nah bei der Struktur dran. Symbolisch gehen wir heute zum Beispiel am Ende von unserem zweitägigen Workshop zum Karmeliterplatz hin, zur Steirischen Volkspartei, und präsentieren dort unsere Ergebnisse und wollen dort mit Verantwortungsträgern über unsere Ideen, über unsere Gedankengänge diskutieren. Das uns ist es wichtig, dass wir nicht nur uns irgendwas ausdenken und es kommt dann nicht in die Umsetzung, sondern uns ist ganz wichtig, dass wir konkret an der Zukunft der Partei mitarbeiten, das frei, das losgelöst von der Partei, von irgendwelchen Zwängen, aber unser Ziel ist es natürlich, das in die Partei reinzubringen und dort für Veränderungen zu sorgen. Also Hans, muss ich sagen, ich habe noch nie einen Politiker-Schrägstrich, einen Interviewpartner gehabt, der selbstständig aufgehört hat mit seinen Sätzen. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Aber wohl sein. Es ist wichtig, deiner Meinung nach, dass sozusagen auch diese diese alten Parteien wie die ÖVP oder auch die SPÖ jetzt endgültig reformiert werden. Siehst du auch das System etwas im Sterben, so wie das Matthias Strolz oder halt auch andere Parteien, ÖVP, Grüne und FPÖ zum Beispiel, sehen? Also ich glaube, da braucht man kein großer Analytiker sehen, wenn man sich die Umfragen, die Wahlergebnisse einfach anschaut, muss man einfach Angst haben, dass durch die Schwäche, die wir haben, rechte oder extrem linke Parteien einfach an Zuspruch gewinnen. Das ist gefährlich für unser Land und da mache ich mir einfach Sorgen. Und da ist es mir wichtig zu sagen, da müssen wir uns selber beim Schopf nehmen als ÖVP, aber auch die SPÖ hat das ganz, ganz gleiche Thema und da müssen Veränderungen herbeigeführt werden, wo die Leute uns wieder vertrauen können, wo sie auf diese Partei setzen können und wo sie an die Zukunft der ÖVP auch glauben können. So, und wie schaut das jetzt konkret aus? Ihr habt euch heute hier getroffen, als du mich begrüßt hast vor knapp einer halben Stunde, seid ihr draußen in der Sonne gestanden, habt dort auf einem Whiteboard eure Ideen geschrieben. Ihr habt euch, soweit ich verstanden habe, in kleine Arbeitsgruppen und aufgeteilt auf die verschiedenen Themen wahrscheinlich verteilt im ganzen Gebäude. Wir sind heute im Rooms beim Ostbahnhof in Graz, nur so als Info. Wie schaut es aus? Wie wollt ihr eure Ideenkonzepte ausarbeiten, errichten, wie auch immer? Das Format, was wir installiert haben, funktioniert so, dass wir jetzt gestern gestartet haben mit Programmatik. Das heißt, gestern haben wir uns um Inhalte Gedanken gemacht und heute diskutieren wir über Struktur, weil wir müssen einfach darüber nachdenken, wie Parteien funktionieren. Sekunde. Geht schon wieder. Inhalte. Genau, wir haben gestern über Inhalte diskutiert, nachgedacht und heute diskutieren wir über Struktur. Aufgebaut ist das im Open Space Format, das heißt, es hat am Anfang kurze Impulsvorträge gegeben, das heißt, Leute haben Ideen, Leute haben Inputs und zu diesen Impulsvorträgen sind wir dann in Arbeitsgruppen reingegangen und haben in den Arbeitsgruppen Themen erarbeitet, also aktuell läuft gerade ein Open Space Dialog und der wird jetzt in ein paar Minuten dann präsentiert. So, zweiter Teil. Du hast vorher aufhören müssen, weil du sozusagen in die Endbesprechung vor der Mittagspause gerufen worden bist.
Es geht jetzt um dieses Thema Open Space Discussion. Also was bedeutet das und warum hat sie das jetzt diesmal als Format für diese Diskussion forciert? Das Format haben wir deshalb gewählt, weil einfach sehr viele Leute in der Basis drinnen sind, die starke Gaben haben, die Ideen haben, die Ansätze für die Veränderung haben. Und wir wollten dann nicht so viel vorgeben. Und beim Open Space Format ist es eben möglich, dass die Leute da einen kurzen Impulsvortrag halten, ihre Ideen den anderen mitteilen und dass man dann in die Gruppendiskussion reingeht und das Ganze dann auch reflektieren kann. Oft hat man Ideen, Ansätze, man würde gerne mit Leuten drüber plaudern und da ist das Format Open Space einfach sehr gut zu sagen, ich setze einen Impuls und stelle es dann zur Diskussion und final wird dann der Gesamtgruppe das dann präsentiert und dann nochmal diskutiert. Wo siehst du jetzt Reformbedarf in der ÖVP? Willst du einfach mehr solche Diskussionen, wie du sie jetzt hast? Oder sagst du, das soll jetzt mal nur eine Möglichkeit sein, ihr wollt mehrere andere Dinge ausprobieren auch? Das, was wir heute gemacht haben, ist einfach einmal ein Impuls, ein starkes Zeichen, wo man einfach sieht, was ist da möglich, was kann man tun. Der Reformbedarf ist natürlich riesig. Das sieht man ja auch, was da rauskommt. Wir diskutieren über Struktur, über Inhalte und man sieht, was da ein Ergebnis einfach nur so rauskommt bei den einzelnen Leuten. Und die Dinge werden natürlich jetzt im Detail aufgearbeitet. Uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht heute da zusammentreffen, gestern heute zusammentreffen und einfach nur schimpfen, sondern wir wollen uns ja überlegen, wo kann man konstruktiv die Partei gestalten, in welche Richtung kann man sie bewegen, wo soll sie hin. Wir haben starke gesellschaftliche Veränderungen und da muss sich die Partei einfach anpassen. Das heißt, wir erkennen allein an 2 Tagen Diskussion, dass die Liste extrem lang ist und da wollen wir dran arbeiten und da wollen wir dran mitgestalten. Das heißt, das war der Auftakt, das war ein Grundimpuls, den werden wir auch in anderen Bundesländern jetzt durchführen und natürlich wollen wir da jetzt in die Tiefe reingehen und bei diesem Thema ganz konkret arbeiten, damit wir dann zum Beispiel auch am Statut mitarbeiten können, dass wir das nächste Parteiprogramm mitgestalten können und wir wollen bewusst unseren Input, den wir in diesen Arbeitskreisen aufbringen, reinbringen. Da ist heute zum Beispiel in der Diskussion aufgekommen, dass wir sagen, wir wollen eine Internetplattform haben, wo wir Ideen reinbringen können, wo man sie bewerten kann, österreichweit, mitgestalten kann. Also eine Art Facebook für ÖVP da? Ja, und es soll ruhig ein bisschen offen auch gehalten werden, dass man einfach auch sagt, das ist auch ein wichtiger Wert, den wir für die ÖVP-Basis schon definiert haben. Offenheit, Basisstärken sind wichtige Elemente. Mit Offenheit meinen wir auch, dass man nicht unbedingt ein Parteibuch braucht, um gute Ideen zu haben. Es gibt jemanden, der was sieht, der ein Problem erkennt, der einen Ansatz hat, wie man das lösen kann und der soll das auch einbringen können. Das heißt, du kannst dich auch voll mit dem Wort Transparenz identifizieren. Absolut. Also ich sage, wenn man den Zeitgeist anschaut, ist sowas wie Transparenz und das Schlagwort verbinde ich jetzt gleich einmal mit der Personalpolitik sehr stark, was ja auch ein Thema war in den letzten 2 Tagen, ein ganz essentieller Punkt. Wir können nur mehr Vertrauen gewinnen, wenn wir transparent sind, wenn wir offen sind und wenn wir das Ganze von der Basis heraus treiben, ansonsten werden wir nicht mehr an Glaubwürdigkeit gewinnen können. Aber ausgerechnet da ist ja momentan, sage ich mal, sehr viel nachzuholen bei der ÖVP. Definitiv, deshalb gibt es die ÖVP-Basis, deshalb investieren wir da ehrenamtlich unsere Zeit, investieren 2 Tage unserer Zeit da rein, weil wir einfach erkennen, dass da viel zu tun ist, ein großes Potenzial auch da ist, aber wir haben auch viele in der Partei, wir haben unzählige an Funktionären, die haben sehr viele Ideen, die haben sehr viel Kraft, die haben sehr viel Know-how und diese Ressourcen werden einfach nicht optimal genutzt und genau um das geht es uns. Nutzung dieser Ressourcen zum Wohle der Partei und noch viel wichtiger zum Wohle unserer Gesellschaft. Wie hoch ist jetzt aber deiner Meinung nach die Gefahr, dass so ein Projekt wie die ÖVP-Basis in einem Bund aufgeht oder ein neuer Bund wird innerhalb dieses bündeständischen Systems der ÖVP und man nicht das als zukünftiges Standardsystem der ÖVP sieht? Also die ÖVP-Basis, was ich auf jeden Fall ausschließen kann, ist, dass wir da einen neuen Bund schaffen wollen. Ich sehe das einfach als Instrument, was sich von Fesseln befreit hat, wo Innovationskraft entstehen kann und das ist eine Riesenchance für die Partei. Und das Letzte, was wir haben wollen, ist da der x-te Bund zu werden, um in diesem jetzigen System, was einfach sich bewiesen hat, was nicht funktioniert, da eine weitere Nummer innerhalb von diesem System zu sein. Sondern wir wollen ganzheitlich denken, wir wollen basisorientiert denken und da kann es nicht das Ziel sein, einen weiteren Bund dann zu gründen.
Wie stark ist aber der Widerstand, den du spürst, jetzt auch von Bundesseite her? Es ist ganz unterschiedlich. Also ich sage, es gibt Leute, die erkennen die ÖVP-Basis als Chance. Die sehen, dass Innovationen drinnen nicht mehr so leicht möglich sind und sehen das einfach als Chance zu sagen, da gibt es Leute, die wollen sich engagieren, die haben erkannt, wie Innovationen entstehen können und die wollen das aufgreifen, die wollen das nutzen. Also wir waren mit unserer Webseite um 17 Uhr online, um 22 Uhr hat uns der Gernot Blümel, Generalsekretär der ÖVP, eingeladen, nach Wien zu kommen und mit ihm drüber zu reden. Und das war ein sehr, sehr konstruktives Gespräch. Ich bin auch gleich vom Landesgeschäftsführer Teddy Heisel-Heisberg eingeladen worden zum Gespräch. Also wir haben schon offene Türen da empfangen, aber es gibt natürlich auch Leute, die Angst haben, die vielleicht mit Offenheit und mit Transparenz irgendwas gefährdet sehen. Und das muss man auch ganz klar sagen, wo was in Bewegung ist, wo was entsteht, wo einfach eine Dynamik da ist. Und das ist bei der ÖVP-Basis einfach der Fall. Wir haben 3.500 Leute, die uns auf Facebook folgen. Da ist eine Kraft einfach da. Da entstehen natürlich auch Ängste, gerade bei Leuten, die vielleicht mit einer gewissen Transparenz zum Beispiel in der Personalpolitik dann natürlich auch Nachteile für sich persönlich sehen. Aber darauf können wir natürlich als ÖVP-Basis keine Rücksicht nehmen. Was mich auch zu einem Punkt bringt, das hast du eh schon am Anfang vom Gespräch erwähnt, nämlich die Demokratiefrage. Das heißt auch, dass du, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad innerhalb der Partei, und ich habe das jetzt ein bisschen auch mitgehört in dieser halben Stunde, wo ich dort in dem Gremium mitgesessen bin und mir das angehört habe, dass man wirklich auch ein bisschen, sage ich mal, Demokratieunterricht gewissen Funktionären geben muss. Das ist einer der entscheidendsten Punkte und daraus herauskommt einfach meine große Leidenschaft für diese Veränderung, weil ich einfach sage, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel das Landesstatut hernehme, das Landesstatut lässt sehr viele Möglichkeiten offen, wie man über gewisse Dinge abstimmt. Stimme ich jetzt mit einem DET-Gerät ab, stimme ich in einem Vorstand ab, bringe ich dort einen Vorschlag rein, befrage ich meine Mitglieder, gibt es basisdemokratische Elemente, gibt es direkte Wahlsysteme oder nicht. Und was in den letzten 7 Jahren, seit ich aktiv in der Politik mich engagiere, erkannt habe, ist, dass diese Instrumente sehr flexibel genutzt werden. Geht es um ganz wichtige Entscheidungen, ist es weniger offen. Geht es um Besetzung von Posten, wer wohin kommt, dann wird es wenig basisdemokratisch entschieden. Gibt es Dinge, die jetzt vielleicht weniger relevant sind, wo es vielleicht nicht um Macht und solche Elemente geht, ist es dann doch so, dass man sagt, da hebt man dann die Basisdemokratie stärker in den Vordergrund. Das heißt, ich denke, dass die Strukturen, und über das denkt man halt heute in einer größeren Runde nach, aber mein Ansatz ist, dass man da klare Regeln braucht, die Abstimmungsverhältnisse brauchen, die auch immer anonym sind, wenn es darum geht, wer kommt in den Nationalrat rein, wer kommt in den Landtag rein. Ich glaube, da ist es einfach wichtig zu sagen, da lasse ich die Funktionäre auch drüber abstimmen und das Ganze anonym und immer gleich. Da gibt es nicht einmal diese Situation und einmal diese Situation, sondern ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine klare Struktur hat, klare Regeln hat und die nicht situativ angepasst werden können. Und da heißt es, dass wir bei der Struktur definitiv Veränderungen brauchen. Auf den Chor, auf den Punkt gebraucht, heißt das, Statut muss dementsprechend angepasst werden und basisdemokratischer funktionieren. Es muss einfach repräsentativ und basisdemokratisch definiert sein. Ich bin ein Systemtheoretiker von meinem Zugang. Ich gebe nicht dem die Schuld, nicht der dann Erste, dem ich begegne. Ja, es ist einfach, da liegt sehr viel Wahrheit drin. Ja. Ich kann nicht gegen einen Spindelecker schimpfen. Er ist im Prinzip einer, der aus dem System so rausgekommen ist. Und wenn man da vielleicht irgendwas nicht dran passt, kann der Spindelecker nichts dafür. Er ist einer, der ist gefesselt in dem System. Er spricht immer von Entfesselung der Wirtschaft, er muss sich einmal selber entfesseln. Er kann es aber nicht, weil das System das nicht zulässt. Deshalb mache ich nicht dem Spindelecker den Vorwurf, sondern ich sage, wir müssen darüber nachdenken, welche Leute produziert unser System. Ist das System richtig aufgestellt, um die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu bringen? Und darüber muss man nachdenken. Also die Sache hat dann natürlich einen sehr blutigen Hintergrund, aber Alfred Kraus hat einmal gesagt, österreichischer General im Ersten Weltkrieg, dass Potiorek, der eigentlich den Krieg gegen die Serben angefangen hat, und jetzt haben wir eben dieses 100-jährige Gedenken, ja, nicht Schuld hat an dem, wo er gesessen ist, sondern dass ihm das System dort hineingehieft hat. Nur er hat gleich mal 300.000 Mann in den Tod geschickt. Also das, heute denken wir in anderen Dimensionen, wir sind etwas humaner geworden, sage ich mal auch. Aber
Das heißt auch, du siehst, dass das System am Ende ist und du bist auch der Meinung, wenn man sich so anschaut, über was ihr da diskutiert habt und dass da wirklich hier Basisprobleme existieren, wo Leute, sage ich mal, mit einem Betonschädel wie im Kommunismus anscheinend ihre Freunde abstecken wollen. Ist das nicht eigentlich sehr frustrierend für jemanden, der, so wie du jetzt sagst, 7 Jahre in der Politik ist, da überhaupt noch dabei zu sein? Für mich ist das nicht frustrierend. Ich bin ein grenzenloser Optimist und ich sage, wenn irgendwas nicht passt, dann versuche ich es zu verändern. Es gibt die Möglichkeiten, love it, leave it or change it. Und ich bin einfach einer, der sagt, wenn ich es nicht lieben kann, dann versuche ich es einfach mal zu verändern. Und in der Phase bin ich. Ich habe es zuerst versucht zu lieben. Es ist mir nicht gelungen, weil ich einfach erkenne, dass das nicht zeitgemäß ist, wie es aktuell funktioniert. Aber ich sehe einfach, da ist auch viel an Potenzial in dieser Partei da. Ich sage, wenn ich die Grundwerte mir anschaue, dieser Partei, die dahinter stehen, Subsidiarität, Solidarität, Freiheit etc., Leistungsgerechtigkeit, dann sind da Themen da, wo ich sage, für die stehe ich auch und die sind mir wichtig und deshalb habe ich mich für diese Partei entschieden. Aber ich sehe halt einfach auch, dass sie nicht mehr gelebt werden, dass sie nicht mehr bei den Menschen ankommen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, darüber nachzudenken, was da schief geht. Und von dem her versuche ich, da die Veränderung herbeizuführen. Die Menschen, die Ressourcen, die wir haben in der Partei, sind gewaltig. Da sind Leute, die haben Riesengaben, die kommen nur nicht dorthin, dass sie einbringen können. Und das stimmt mir einfach optimistisch mit dem, was da ist. Und deshalb möchte ich diese Veränderungen einfach auch haben in der Partei. Und ich glaube, das tut dann auch unserer Gesellschaft sehr gut. Wann würdest du das sogenannte Leave-It anwenden? Wenn die Veränderung nicht funktioniert, also das muss man ganz klar sagen, wenn man spürt, dass das, was da eine breite Basis sieht, zu keiner Veränderung führt. Also wenn das tatsächlich zum Beispiel dann abgeblockt wird, wenn das nicht durchgeht. Wir haben positive Signale empfangen, also wir hören von einem Generalsekretär, der ganz klar sagt, wir wollen das auch, wir verstehen, wir müssen da jetzt auch was tun. Das heißt, die Signale sind sehr, sehr positiv, dass das aufgenommen wird. Aber man muss auch klar erkennen, wenn das nicht der Fall wäre, dass es dann vielleicht auch nichts bringt. Aber ich bin, wie gesagt, der Optimist. Ich versuche alles, ich setze meine ganze Energie, meine ganze Kraft da rein, weil ich daran glaube, dass die ÖVP einfach das Potenzial hat, eine starke Kraft in unserem Land zu sein. Wir haben klare USPs, wir sind mit unseren Werten ganz klar abgrenzbar von anderen linken, rechten Parteien und ich glaube, wir haben klare Botschaften. Wir müssen nur wieder lernen, sie selber mal zu leben. Erst dann können wir sie kommunizieren und dann werden sie auch auf Vertrauen stoßen. Und da ist einfach viel zu tun, aber ich glaube, dass wir das schaffen können. Es hat jetzt eigentlich dieses Revival der ÖVP ja schon vor 10, 12 Jahren gegeben. Eben einerseits, als Nagel den Bürgermeistertitel geholt hat in Graz und andererseits, als Schüssel damals knapp, glaube ich, 40% hatte, nach der desaströsen Selbstzerstörung der FPÖ. Ja. Glaubst du, dass man damals sich zu sehr gesonnt hat unter diesem kurzen unter diesem kurzen Gastspiel, dass man jetzt wieder bei 40% ist, dass man jetzt in der zweitgrößten Stadt wieder den Bürgermeisterposten erobert hat? Man muss immer schauen, woraus resultieren solche Ergebnisse. Wenn man den Schluss fällt, dass wir so super sind und weil man diese Ergebnisse bekommen hat und keine Veränderungen fortführt, dann ist es leider sehr, sehr schade. Wenn ich jetzt einen Schlüssel hernehme, muss ich sagen, so was Gutes hat er jetzt nicht gemacht, dass er die Stimmen bekommen hat, sondern er muss ganz klar sagen, im Endeffekt hat er die Stimmen bekommen, weil die FPÖ zusammengebrochen ist. Und da zu glauben jetzt, ich muss mich selber nicht verbessern, selber an mir arbeiten, ist natürlich ein Trugschluss, wo man einfach aufpassen muss, dass man dann nicht verfällt. Also meiner Meinung nach sind diese Hype-Phasen, die entstanden sind, auf Schwäche der anderen zurückzuführen. Der Siegfried Nagel macht es natürlich gut in Graz, kommt gut an, auch bei den Leuten, mit dem, wie er auftritt. Aber schlussendlich muss man einfach sagen, dass die anderen Parteien sehr, sehr schwach sind. Wenn ich SPÖ hernehme, wenn ich die Freiheitlichen hernehme etc. in Graz, sie sind relativ schwach. Die einzigen, die es gut machen und ihre Klientel gut bedienen, sind die Kommunisten in Graz. Aber die haben natürlich keine ganzheitliche Denkweise, wo ich sagen kann, mit dieser Ausrichtung schaffe ich es natürlich nicht, eine Stadt nicht in 5 Jahren in den Konkurs zu führen, wenn die 50% Mehrheit hätten. Sie schaffen es einfach,
strategisch gut ihre Klientel taktisch gut zu bedienen, aber machen darin natürlich ganzheitlich gesehen sehr, sehr viele Fehler. Ich denke an die Wohnungspolitik, wenn die sagen, ich stelle mich gegen alle Neubauprojekte, da muss man kein großer Wirtschaftler sein, dass man weiß, dass Wohnungspreise nicht sinken, wenn man nichts Neues baut, sondern es ist alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das heißt, dass die gegen Neubau sind und Neubauprojekte, weil natürlich der Anrainer, der sie wählt, es nicht gerne hat, dass neben noch ein Haus steht, ist kurzfristig vom Wählerpotenzial sicher taktisch die richtige Entscheidung. Nachhaltig gesehen für unsere Stadt und für die Entwicklung der Wohnpreise absolute Katastrophe. Dementsprechend sage ich einmal, gibt es da viele Schwächen bei den anderen Parteien und die können wir natürlich dann als ÖVP nutzen. Aber daraus abzuleiten, dass wir jetzt als ÖVP so super sind und für die Zukunft gut gerüstet sind, das darf man nicht. Schauen wir es auf Bundesebene an. Die Freiheitlichen haben deshalb jetzt so viele Prozente, weil wir schwach sind. Weil wir nicht diese Stärke haben, weil wir nicht diesen Hype haben. Das heißt, so großartige Leistungen bringt eine freiheitliche Partei auf Bundesebene gerade gar nicht. Die können im Prinzip das aus dem resultieren, was wir an Unfähigkeit produzieren. Also wenn ich es als Beobachter jetzt kommentieren würde, und ja, das tue ich jetzt doch, ist die lieben Kollegen von den Blauen tun schweigen und genießen. Ich glaube, so kann man schön auf den Punkt bringen. Also von dem her, schöner könnte es nicht formulieren. Und ja, und wir waren sicher auch schon in solchen Situationen und ich glaube, da ist wichtig, immer selber zu reflektieren, agil vorzugehen, zu hinterfragen, mache ich die richtigen Sachen, zu welchen Veränderungen führt das. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, auch auf die Basis zu hören. Da ist einfach viel an Idee, an Gespür da, da sind die Leute nah bei den Menschen und die Basis ist einfach sehr losgelöst. Die großen Innovationen könnten da heraus entstehen, aber man hört dort sehr, sehr wenig hin. So, jetzt möchte ich zum Ende vom Gespräch, so 5 Minuten werden wir noch brauchen, aber ein bisschen dann rüber wechseln. Eine Frage noch zu dieser Basisdiskussion. Siehst du Sebastian Kurz als einen möglichen Reformkandidaten für die ÖVP, der auch vielleicht, Strolz hätte ihn gerne als Bundeskanzler, aber als zukünftiger Bundesparteichef oder Obmann, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, die Energie, die ihr jetzt aufbaut, mitnehmen kann, um die ÖVP zu reformieren als Galionsfigur? Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht beurteilen. Also ich habe mit ihm über die Gedankengänge, die wir in der ÖVP-Basis haben, noch nicht sprechen können. Ich hoffe, dass wir das bald nachholen können. Danach habe ich sicher ein Gefühl, ob er der richtige Kandidat dafür ist. Von dem, wie er außen wahrgenommen wird, ist er definitiv sicher eine der großen Zukunftshoffnungen innerhalb der ÖVP. Inwieweit sich das von den Gedanken jetzt basisorientiert deckt, das habe ich mit ihm leider noch nicht reflektieren können. Also ein wichtiger Punkt ist, dann wechsle ich wirklich in die Regionalpolitik, ich habe letzte Woche kurz einmal angerufen bei der Südtiroler Freiheit, weil ich einen Sven Knoll anrufen wollte, auch zwecks Interview und so weiter. Es war überhaupt kein Problem, dass ich so eine private Nummer kriege. 2 Minuten später hatte ich immer ein Telefonapparat. Nee. Wenn du in Wien anrufst und probierst, die private Telefonnummer eines Nationalratsabgeordneten zu bekommen, ist das ein Wolzklarer. Okay. Glaubst du, müssen sich auch die Politiker allgemein dem Volk wieder mehr öffnen? Ja, definitiv. Aber ich glaube, da kommt man ja genau wieder auf diesen Basispunkt auch hin, wo ich sagen muss, 70% der Leute im Nationalrat kommen halt nicht aus der Basis heraus, direkt aus den Bezirksorganisationen heraus. Die werden halt von verschiedenen Lobbyisten sozusagen gesetzt auf den Listen. Wenn mehr Leute aus der Basis heraus tatsächlich in solchen Gremien auch vertreten wären, die es gewohnt sind, direkt bei Menschen zu sein, würde sich diese Frage auch nicht stellen. Würdest du auch sagen, 5 bis 10 Jahre Politik sind genug und dann gehst du wieder zurück in die Privatwirtschaft, dass man das verpflichtet? Also ich glaube, man kann es so pauschal nicht sagen. Also ich bin immer Freund von dem, dass man das individuell beurteilt. Es gibt Leute, und das sehe ich sehr oft, die Versorgungsjobs irgendwo bekommen, weil man sich anscheinend dem verpflichtet fühlt, den nicht fallen zu lassen, wenn er keinen Job mehr in der Privatwirtschaft kriegt. Das finde ich sehr schade. Es gibt aber Leute, die
nicht in der Politik sein müssen, die das einfach spüren als Drang und die die Kraft und die Energie haben und die kann auch vielleicht länger als 5, 6, 7, 10 Jahre anhalten, warum soll man es dann abbremsen? Also ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, wo ist Energie, wo ist Kraft da, wo tut sich noch was, und es ist wichtig zu erkennen, dass man da auch dann die Reißleine zieht, wenn das nicht mehr da ist. Und das kann bei jedem anders sein. Also es gibt Leute, die sind nach einem Jahr verbrannt, und es gibt Leute, die nach 7 Jahren aktiver Politik einfach so brennen wie noch nie zuvor. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, wann ist aus und wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Aber es ist sicher der Zeitpunkt, wo man sagt, man geht ins Verwalten ein und man hat keine Ideen mehr, man hat keine Visionen mehr. Und die fehlen mir einfach auch schon sehr oft in der Politik, dass man dann auch sagt, ich gebe meinen Platz frei und lasse jemanden rein, der einfach nur Herzblut hat für das und für die Politik in Summe. Versorgungsjobs ist ein Punkt, die ÖVP hat, das ist ein offenes Geheimnis, viele eigene Firmen, respektive ist auch beteiligt oder umgekehrt. Ja. Wie sehr würdest du dieses System beginnen reformieren zu wollen? Ich habe zum Glück gar nicht so einen großen Einblick über die Beteiligungen der ÖVP oder welche Firmen da nahe stehen oder dahinter stehen. Ich kann es nur pauschal beurteilen, dass ich sage, es kann nicht sein, dass Politiker versorgt werden mit irgendwelchen Jobs. Ich glaube, da muss man einfach schauen, wer hat die Qualifikation für welchen Job, innerparteilich, aber auch in nahen Unternehmen, und es sollen nur die Leute dort sitzen, bei den jeweiligen Institutionen, die auch tatsächlich die Fähigkeit haben, dort sitzen zu können. Das heißt, da gehört auch wieder Transparenz her, da gehören klare Kriterien her, wer sitzt wo und welche Anforderungen hat er zu erfüllen. Oder die zwei. Das ist jetzt zum Beispiel in Graz die Greenbox, würde mir jetzt einfallen, als eine Firma oder Organisation, die der ÖVP sehr nahe steht. Siehst du das kritisch? Ich habe keinen Einblick in die Greenbox, wer dort sitzt, wer dort was macht. Also ich gehöre nicht zu dieser Gruppierung, die dort einen großen Einblick hat. Okay. Also ich bin in diesem Netzwerk, in dem Konstrukt dort nicht involviert, und ich weiß auch nicht, wer dort Geschäftsführer ist oder wie dort die Zugänge sind. Ich würde dann irgendwann mal mit dem Stefan Hausberger ein eigenes Interview machen. ja, dann habe ich natürlich weitere Regionalfragen, nämlich wie willst du jetzt in der Grazer ÖVP, vor allem du bist ja, glaube ich, im Ausschuss für Unterausschuss für Finanzrecht, wie willst du diese Reformen vorantreiben? Insbesondere Finanzrecht ist ein Thema, was in den letzten Jahren seit der Wirtschaftskrise wenig transparent war. Und also eigentlich vor der Wirtschaftskrise wenig transparent war und jetzt transparent wird. Und jetzt schaut man, in was für ein Moloch man ist. Du hast angesprochen bei den Neos Lab, da haben wir uns ja kennengelernt, dass du schaust oder dass ihr schaut, dass ihr auch euch außerhalb von den Banken finanziert. Da gibt es einen Punkt, der mich doch sehr interessiert. Ich glaube, es geht darum, ihr finanziert euch jetzt über Hedgefonds, Schrägstrich, zum Teil auch über Versicherungen etc. Und das auf 20 Jahre, aber da sind die Zinsen höher, als wenn das zum Beispiel über die Bundesfinanzierungsagentur wäre. Wie kannst du zu solchen Entschlüssen stehen? Also von dem, was jetzt in der Stadt Graz genau im Finanzausschuss gesprochen wird, muss ich sagen, kann ich da jetzt keine Stellungnahme beziehen. Was da jetzt geheime Beschlüsse sind und welche nicht, würde ich jetzt prüfen müssen, sozusagen, um da Auskunft geben zu können. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele geheime Verträge und geheime Verhandlungen. Das heißt, von dem her, genau. Das heißt, von dem her, da müssten wir, um da jetzt konkrete Aussagen treffen zu können, ist ein ganz spannendes Thema, beschäftigt mich sehr intensiv damit, aber da gibt es natürlich auch sehr stark Konditionen, die mit Vereinbarungen getroffen sind, dass darüber Stillschweigen gegeben ist. Das heißt, da müsste man wirklich jetzt konkret schauen, über welche Dinge darf ich da jetzt reden und über welche nicht darf ich reden. Kannst du da ein bisschen Auskunft geben, welche Kriterien das zum Beispiel wären? Welche Kriterien für was? Was ist ein Kriterium, dass etwas geheim ist? Konditionen sind natürlich ein Riesenthema, wo man einfach sagt, wenn ein Finanzinstitut
was schlussendlich die genauen Entscheidungen sind, das gibt der Magistratsdirektor dann vor, aber im Endeffekt sind solche Dinge wie der uns Konditionen gibt zu einem sehr günstigen Preis, der möchte nicht haben, dass vielleicht der freie Markt draußen sieht, zu welchen Konditionen wir da jetzt einkaufen dürfen und behaltet sich eben dieses Recht davor der Geheimhaltung. Da sagen wir, okay, wenn ich dafür 0,25% weniger Zinsen bezahle, als üblich jetzt am Markt geboten sind, nehme ich diese Geheimhaltungsvereinbarung dann gerne an in dem Zusammenhang. Aber man macht jetzt nicht dort irgendwas geheim, wo man jetzt sagt, man zahlt dann mehr. Das heißt, wir vergleichen natürlich auch die Konditionen. Man muss halt einfach auch schauen, sind es kurzfristige Verträge, sind es langfristige Verträge. Natürlich kosten langfristige Verträge vom Zinssatz viel, viel mehr. Man muss sich die genauen Bedingungen anschauen. Bei den Banken haben wir Bedingungen drinnen und die akzeptieren meistens auch keine anderen Bedingungen. Die haben Bedingungen in den AGBs drinnen, wo steht, dass sie, wenn es für sie nicht mehr wirtschaftlich ist, aussteigen können aus die Verträge. Und das hat auch sehr viele Städte und Gemeinden zu Problemen geführt in der Finanzkrise, weil die ja Kündigungsschreiben bekommen haben und die haben dann nur zu diesem Zeitpunkt höhere Konditionen akzeptieren können. Die haben kurzfristig nicht mehr so schnell reagieren können, andere Verträge zu bekommen und haben jetzt natürlich einen höheren Aufschlag drauf. Und das sind Dinge, wo man sagt, das muss man auch vermeiden. Und da kann man zum Beispiel, wenn man mit einer Pensionsversicherung, also das Wort Hedgefonds, das muss ich zurückweisen, wenn ich die Stadt Graz hernehme. Wir sind sehr, sehr, sehr konservativ in dem, wo jetzt quasi das Geld herkommt. Zum Beispiel jetzt Pensionsversicherung, wenn ich das Thema hernehme. Dort haben wir spezielle Klauseln vereinbart, dass die Beträge, die wir dort bekommen, nicht kündbar sind. Nicht einmal, wenn es für die Pensionsversicherung unrentabel ist. Und das ist schon ein großer Unterschied, wo ich sagen kann, okay, habe ich einen größeren Betrag langfristig finanziert, der nicht kündbar ist, dann schafft mir das natürlich auch in Finanzkrisenzeiten, und das ist die Lehre natürlich aus den Finanzkrisen, auch wenn weitere Krisen kommen, eine extreme Stabilität. Und deshalb gibt es solche Verträge. Und deshalb hat man auch immer wieder auch den Nachteil, dass dann die Zinsen etwas höher werden als sonst. Genau, also es ist im Prinzip der Mix relevant. Das heißt, natürlich zahle ich, wenn ich die Vereinbarung habe, dass das nicht auflösbar ist, einen höheren Beitrag, als wenn der sagt, wenn es für mich uninteressant wird oder unrentabel wird, ist es auflösbar. Das heißt, natürlich muss man dann auch überlegen, zahlt es sich aus, 0,5% mehr zu bezahlen für einen Kredit, und dafür habe ich aber die Möglichkeit, dass das dann nicht kündbar ist. Und da muss ich sagen, muss man einen gewissen Mix wählen. Wenn ich jetzt sage, ich habe die ganzen Schulden so finanziert, dass die auch leicht kündbar sind von einem auf den anderen Tag, dann habe ich in der Situation ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt sage, es sind 20% kündbar meiner Verträge, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, da kann ich dann noch kurzfristig reagieren. Und da geht es einfach darum, Risikomanagement zu betreiben. Und ich habe in der Stadt Graz ein sehr gutes Gefühl, dass da wirklich Profis am Werk sind, die da einen vernünftigen Weg auch finden, was die Finanzpolitik anbelangt. Also ich glaube, da gibt es viele Städte, Länder, wo man noch viel genauer hinschauen muss als in der Stadt Graz. Also auf gut Deutsch gesagt, du kannst besser durchschlafen in Graz als anderswo. Also ich habe in Graz ein sehr, sehr gutes Gefühl und habe mich auch sehr tief eingearbeitet. Das ist sicher einer der härtesten Ausschüsse. Ich muss sagen, was die Finanzen der Stadt Graz anbelangt, mit dem Wissen, was ich dort gewonnen habe, habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wo? Ich kann sehr gut schlafen damit. Gibt es Sachen, die mir mehr Sorgen machen. Das kann ich verstehen. Sachen, die dir mehr Sorgen machen. Crowdfunding, Direktfinanzierung von EBUs, von Kleinunternehmen und so weiter. Graz hat zwar in den letzten Jahren immer wieder versucht, vor allem als innovativer Standort, Boden gut zu machen, vor allem durch die Universitäten. Ja. Was wünschst du dir, was willst du hier in dem Bereich weitermachen? Also Universitäten ist ein Riesenstichwort, ist ein Riesenpotenzial und schafft ja extrem viel an Wirtschaftskraft in unserer Stadt. Wir haben 55.000, 60.000 Studenten in unserer Stadt. Da ist ein Riesenpotenzial auch da, wo man sagt, da muss man viel enger auch kooperieren, da muss man stärker zusammenarbeiten. 10.000 Beschäftigte, die an den Universitäten, Fachhochschulen auch dran sind. Also ich sage, das ist ein Riesenteil unserer Stadt und ein großer Teil des Erfolgs unserer Stadt resultiert genau aus diesem wissenschaftlichen Bereich, aus dem Studierendenbereich heraus. Das heißt, das ist eine klare USP, auch für Unternehmer, die in unsere Stadt kommen. Sehr viele Absolventen bleiben in dieser Stadt, das heißt, da ist viel Know-how da.
Da ist viel Kraft auch da in dem Bereich, was es auch für Unternehmen interessant macht, auch wenn wir vielleicht gewisse Infrastrukturnachteile haben. Wir haben keinen internationalen Flughafen zum Beispiel, aber wir haben sehr viele Ressourcen da. Und in der Zeit, wo Ressourcen, menschliche Ressourcen, großes Know-how immer wertvoller werden, ist das auch das, auf was wir setzen müssen. Also die Stärkung der Universitäten, der Ausbau von Studienplätzen ist eins der großen Schwerpunkte, wo man sagt, da muss man noch stärker drauf setzen. Wir als Stadt Graz, wir sind ja nur für die Bereitstellung dieser Infrastruktur zur Verfügung. Das heißt, den Lehrplan etc. können wir nicht machen. Wir können schauen, dass wir Ressourcen in der Stadt Graz optimal nutzen, Stichwort FH Joanneum, und wir können schauen, dass wir neue Studiengänge herbekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den IT-Bereich, aus dem ich selber herauskomme, muss ich sagen, gibt es da noch ein Riesenpotenzial, zum Beispiel, wo wirklich Programmierer ausgebildet werden. Mit einem Bachelor-Studiengang ist ein Anliegen, für das ich mich sehr stark mache, dass man einfach versucht, die IT-Unternehmen, die in Graz sind, die einfach stärker wachsen könnten, wenn sie tatsächlich auch diese Ressourcen haben, noch mehr qualifiziertes Personal bereitstellen könnten. Das heißt, da gibt es Ressourcen und die können noch besser genutzt werden. Und daran muss man arbeiten und man muss versuchen, Studiengänge herzubekommen, wo man einfach auch weiß, dass diese Leute dann auch am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Also das heißt auch ein besseres Ausfinanzieren des Universitätsstandortes. Oder auch geschicktes Umverteilen. Also es ist einerseits eine Ausfinanzierungsfrage, aber es ist auch eine Frage von dem, bieten wir die richtigen Studiengänge auch an oder wo sollte man den weiteren Fokus auch drauf setzen. Also ich bin ein Freund von dem, dass ich sage, es gibt keine allgemeinen Zutrittsbeschränkungen, aber es sollte schon dort welche geben, wo ich einfach von vornherein weiß, dass die Leute am Arbeitsmarkt keinen Platz bekommen werden. Vergleich. Ich glaube, 400 Geschichtsstudenten, die jährlich anfangen, zu 400 Informatiker. Zum Beispiel. Also das ist für mich ein ganz klarer Fokus. Ich sage nicht, dass Geschichte irrelevant ist. Es ist ganz, ganz wichtig. Aus der Geschichte können wir viel lernen. Und wenn wir ein bisschen mehr uns mit Geschichte beschäftigen würden, würden viele Fehler einfach nicht nochmal gemacht werden. Also ich bin ein großer Freund der Geschichte und dass man sich mit Geschichte auseinandersetzt. Aber ob man wirklich so viele akademische Leute braucht, die akademische Ausbildung im Bereich Geschichte haben, mag ich einfach bezweifeln. Und schlussendlich arbeiten sie dann in ganz unterschiedlichen Branchen, wo sie aber nicht die Qualifikation dann haben. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, es wäre geschickter, mehr Informatiker zu haben. Die würden sofort einen Arbeitsplatz bekommen, die würden sofort in unser Hochsteuersystem da reinkommen. Und ich glaube, das ist das, was wir auch unterstützen sollten. Vorletzte Frage, verstärkte Kooperation mit Partnerstädten wie zum Beispiel Maribor und Triest. Ist das ein Fokus, den du wichtig siehst, weil zum Beispiel Wien und Bratislava haben das Zentropa, die Zentropa-Region richtet? Die wächst ja zwischen Maribor und Graz ja auch, so eine ähnliche Form. Glaubst du, ist das wichtig? Generell, ich bin ein Freund von Kooperationen, überall wo Synergieeffekte entstehen können durch Kooperationen, sollte man das auf jeden Fall sehr stark forcieren. Es gibt auch viele andere Partnerstädte, wo man einfach sagt, die gibt es am Papier, die werden aber vielleicht nicht in dieser Intensität gelebt, die sinnvoll wäre. Gerade im wissenschaftlichen Bereich ist da noch auch ein Riesenpotenzial auch da, gerade im Bereich, in gewissen Branchen, in innovativen Branchen, wo man sagt, da Kooperationen zu suchen und das über die Städte quasi zu organisieren, da sehe ich sicher noch ein Riesenpotenzial drin und da sollte man schauen, dass man noch stärkere Akzente auch setzt. Letzte Frage, was wünschst du dir vom mündigen Bürger? Vom mündigen Bürger, ich glaube, dass Bürger sehr genau wissen, was passiert ist. Also ich gehöre zu den Politikern, die fest davon überzeugt sind, dass die Bürger ein ganz genaues Gespür für die Situation haben, dass die ganz genau wissen, was passiert, was in dem System passiert. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie bewusst ihre Entscheidungen treffen. Das ist das, was ich aber glaube, auch was sie auch machen. Ich gehe eher von dem anderen Ansatz aus, dass ich sage, was müssen wir als Politiker machen, dass diese mündige Entscheidung, die die Wähler zum Beispiel im Wahltag auch treffen, in die Richtung bekommen, dass sie uns auch wählen können. Also ich werfe jetzt nicht dem Wähler vor, den 25%, die jetzt freiheitlich wählen in der Steiermark, dass sie freiheitlich wählen. Ich sage, wir müssen darüber nachdenken, wie diese Proteststimmen und 50% der FPÖ-Stimmen sind reine Proteststimmen, nicht zu Proteststimmen werden lassen.
wenn die Freiheitlichen an die Macht kommen, glaube ich, wäre das nicht gut für unser Land. Und deshalb müssen wir uns selber überlegen und nicht den Wähler vorschreiben, sagen, wähl nicht die FPÖ. Das glaube ich einfach nicht. Ich sage, der Wähler kann entscheiden, wie er will. Der ist mündig und der weiß, was er macht. Der will ein Zeichen setzen. Wir müssen als Partei Entscheidungen treffen und uns so verändern, dass wir wählbar sind. Das heißt, ich bin einfach kein Freund, wie ich eingangs auch schon bei den NEOS gesagt habe, immer bei den anderen zu schauen oder zu sagen, was macht der Bürger falsch, was macht die andere Partei falsch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar werden, wer wir sind, was wir wollen und dass wir uns überlegen, wie wir das auch klar kommunizieren können. Also und das gepaart noch mit Vertrauen. Ganz klar, wir müssen eine innovative Partei sein, wir müssen wieder eine Volkspartei sein, die weggeht von ihrer Klientelpolitik. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Wir müssen breit wieder wahrgenommen werden. Wir sind im Prinzip aktuell sehr starke Interessensvertretung. Und das ist was, wo ich sage, dann können wir auch keinen Anspruch als Volkspartei stellen. Ich glaube, wir müssen den Anspruch als Volkspartei stellen. Ich glaube, wir müssen wegkommen von der reinen Interessensvertretung. Deshalb ist auch die Basis so wichtig, dass wir von dem Bündeldenken einfach wegkommen, sondern die breite Basis hat ein Gespür dafür, wo unser Land sich hinentwickeln soll. Und da muss man ansetzen. Und da, glaube ich, werden die Leute dann auch erkennen, wenn die Leute an der Basis stärker Entscheidungen mit beeinflussen, dass das ein Weg ist, wo sie mitgehen können. Und das ist auch das Ziel, was wir verfolgen sollten. Und weniger darüber nachdenken, was macht jetzt die Freiheitliche Partei gut. Ich glaube, die Freiheitliche Partei macht nicht viel gut. Wie du vorher das schon so schön gesagt hast, die nutzen die Gunst der Stunde und die Schwäche unserer Partei. Und dort mache ich mir keine Gedanken darüber, dass ich schimpfe über die Freiheitlichen, oder mache ich mir keine Gedanken darüber, dass ich zu dem Bürger sage, du bist blöd, warum du die Freiheitlichen wählst. Nein, ich sage, wir sind die Blöden, weil wir uns nicht selber so aufstellen, dass wir wählbar sind. Und da verstehe ich jeden Einzelnen, der sagt, der muss eine Proteststimme abgeben. Nur ich will nicht haben, dass die Freiheitlichen 25% der Stimmen haben. Vor dem habe ich ehrlich gesagt, wenn das noch mehr wird, extreme Angst. Ich will haben, dass wir in einem Land leben, wo man das, was wir in dem Land geschaffen haben, nicht riskieren, nicht verlieren. Und ich will kein Land haben, wo wir extrem sind. Wir brauchen nicht linksextrem oder rechtsextrem sein. Wir müssen einen vernünftigen Weg für die Zukunft finden. Das nenne ich ein Schlusswort. Also herzlichen Dank fürs Gespräch. Und ich nehme mal an, du hast noch sehr viel Arbeit vor dir. Ja, langweilig wird es nicht werden. Vielen Dank für deine Zeit. Danke.